Uns verbindet ja nicht nur ökonomisch sehr viel, die beiden Standorte Österreich und Bayern, uns verbindet kulturell sehr viel. Wir haben extrem freundschaftliche Beziehungen, pflegen daher unsere wirtschaftliche Zusammenarbeit, glaube ich, auch auf einem sehr speziellen, direkten und unkomplizierten Niveau. Nicht immer ist man einer Meinung, das ist auch in der Wirtschaft so und in der wirtschaftlichen Interessensvertretung so, aber wir finden immer sehr schnell zu einem gemeinsamen Zugang zum Lösen der Probleme. Ich möchte mich daher stellvertretend für die gesamte Bayerische Wirtschaftsvertretung bei euch beiden ganz besonders bedanken für diese exzellente Form der Zusammenarbeit über die Grenze hinweg, die für uns mit Ausnahme von Corona-Zeiten eigentlich nicht spürbar ist. Und manche von Ihnen werden das wissen, aber lassen Sie mich zu Beginn das nochmal erwähnen. Würde man die deutschen Bundesländer einzeln als Exportpartner reihen und würde man den großen Kuchen, den Deutschland in Summe als unser wichtigster Exportpartner ausmacht, dann wäre Bayern noch immer mit Abstand unser allerwichtigster Exportpartner, selbst als einzelnes deutsches Bundesland. Die Exporte haben wieder stark zugenommen im Jahr 2021 nach dem gewissen Durchhänger 20. Auch die Importe mit ein bisschen mehr als 17 Milliarden Euro, die Exporte, ist das doch schon ein nicht unerkläglicher Anteil aus den unterschiedlichsten Bereichen. Sie wissen, dass wir sehr, sehr stark beim Exportieren im Bereich Maschinenbau, Robotik, Elektronik sind, aber es betrifft auch die chemische Industrie bis hin zu Lebensmitteln. Die Verbundenheit mit der bayerischen Wirtschaft ist sehr bunt. Und wie wir ja auch immer wieder wissen und uns das in München nähergebracht wird, wenn wir in Bayern aufschlagen, dann wird uns auch umgekehrt die Bedeutung Österreichs für die bayerische Wirtschaft, auch was den Export von Bayern nach Österreich hinein betrifft, klar und deutlich gemacht. Das heißt, Sie sehen, es gibt eine enge Vernetzung. Die Ausgangsvoraussetzungen sind sehr, sehr ähnlich, nicht nur durch die Verbundenheit der Sprache und die kulturellen Spezifika, die vielleicht näher sind in Richtung Bayern als in Richtung Norddeutschland, seien hier nur am Rande erwähnt. Aber auch die Herausforderungen sind sehr ähnlich. Und genauso wie die Struktur der bayerischen Wirtschaft eine zum Teil in der industriellen und mittelständischen Produktion sehr energieintensive ist, ist das auch die österreichische. Und genauso wie die bayerische Wirtschaft vom Sanktionsregime und der durchaus schrecklichen Situation, die dieser russische Angriffskrieg auf die Ukraine erzeugt hat, Betroffenheit in der Wirtschaft und damit in der Bevölkerung schafft, ist das auch in Österreich gegeben. Und ich gehe fix davon aus, dass bestimmte Dinge, die heute angesprochen werden, durchaus durch eine bestimmte ähnliche Brille betrachtet werden. Lassen Sie mich am Beginn nur sagen, egal wie auch immer sich Situationen entwickeln, für die Spitzenpolitik in Österreich wie in Deutschland, in sehr exportorientierten, hochentwickelten Wirtschaftsstandorten, ist es immer wichtig, Vertrauen bei den Betrieben, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und der Bevölkerung und damit den Familien, die betroffen sind, dadurch zu erzeugen, wenn man dann klar sagt, welche Szenarien sich ergeben könnten, wenn Spitzenpolitik A, B oder C entscheidet. Das bedeutet auch, beim Mittragen eines Sanktionsregimes der Bevölkerung und den Betrieben den Versuch zu nehmen, zu erklären, wie denn die Folgekosten sind und sie auf bestimmte Folgen auch einzustellen und dann auch, Stichwort, wer A sagt, muss auch B sagen, wenn man auf europäischer Ebene bestimmte Dinge entscheidet, den Mut zu haben, auch Regulatorik, ordnungspolitische Maßnahmen auch auf europäischer Ebene anzupassen. Einen berühmten, wie man in Wien sagt, und ich weiß, das ist in München nicht anders, Fleckerlteppich an Maßnahmen und Lösungen, wird in einem hochintegrierten europäischen Wirtschaftsraum wohl niemand zu dieser Stunde das Wort reden wollen, sondern, bleibe ich beim Beispiel Energie, Merit Order, Leipzig, Strombörse. Also wenn man über solche Dinge nachdenkt, dann geht es um einen europäischen ordnungspolitischen Rahmen, den wir uns bislang unterworfen haben. Also müsste das Rückgrat der europäischen Spitzenpolitik und der jeweiligsten nationalstaatlichen Verantwortlichen auch da sein, dort die Konsequenzen zu ziehen und hier anzusetzen und nicht im Klein-Klein am Ende der Kette. Und ich bin mir sicher, dass über solche Themen heute intensiv gesprochen, vielleicht auch heiß diskutiert wird.